Also meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche aus dem sonnigen San Francisco. Und das Bild im New England Journal, was wir hier sehen, ist eigentlich eine Direktdiagnose, ein Klassiker. Wir sehen hier eine Röntgenaufnahme von einem Neugeborenen und eigentlich die Knochen sind okay entwickelt. Lungen sehen auch ziemlich gut aus, Herzgröße ist in Ordnung, wir können beide Diaphragma gut sehen. Das Wichtige ist, was hier im Abdomen stattfindet und auffällig ist, wir sehen hier zwei riesig große Blasen im oberen Abdomen. Eines ist die Magenblase und dahinter ein Teil des Duodenums. Und danach ist überhaupt kein Gas im Abdomen. Also kein Gas im Rektum, kein Dünndarmgas, kein Dickdarmgas, kein gar nichts. Okay, was könnte dies sein? Na, von Diaphragma-Hernien kann nicht die Rede sein. Lungenfelder sehen in Ordnung aus und Diaphragma sehen auch in Ordnung aus. Gastroschisis ist ein Fehler in der im Abdomenwand. Dass die Abdomenwand sich nicht richtig schließt in der Entwicklung, das ist hier nicht der Fall. Und bei der hypertrophen pylorischen Stenose würden wir nur eine Luftblase erwarten und wir würden auch erwarten, dass etwas Luft durch den Darm passieren kann. Also dies ist ein Beispiel von duodenaler Atresie. Dies ist ein klassisches Röntgenbild, war auf jeder Pädiatrieprüfung, die ich je hatte. Und, man muss so etwas halt erkennen, das ist ein Klassiker. Im Englischen Double Bubble Sign. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland wird diese Doppelblasenzeichen oder irgendwas ähnliches genannt. Und wir haben es zu tun mit duodenaler Atresie. Und diesen Entwicklungsfehler können wir hier auch sehen in diesem Diagramm. Hier ist der Magen, Anfang des Zwölffingerdarms. Dann hier ist ein atretisches Pigment. Und dann geht da weiter und die Chirurgen müssen dann dieses Segment entfernen, den richtigen Anschluss machen, um dieses Problem zu beheben. Und hier ist wieder ein Beispiel von diesem Röntgenbild mit diesen zwei Luftblasen, einer auf jeder Seite und überhaupt keine Luft im Dünndarm, Dickdarm, Rektum und so weiter. Hinweis darauf, dass hieran nichts vorbei sich bewegen kann. Aerophagie gibt es auch, das hat mit Luftschlucken zu tun, dann würden wir vielleicht eine große Magenblase erwarten, aber Luft wäre dann in dem ganzen Dünndarm, Dickdarm, Rektum und so weiter vorhanden. Eher ein Problem von älteren Erwachsenen, beatmeten Patienten, die CPAP oder viel Piep bekommen und auch mit Patienten mit neuronalen Störungen, wie zum Beispiel dieser Patient mit Morbus Huntington. Also das ist nicht, um was es hier heute geht. Und bei Diaphragma-Hernien haben wir letzte Woche auch schon besprochen, dann würden wir erwarten, ein großer Teil des Abdomeninhalts würde sich im Thorax befinden, wie in diesem Röntgenbild. Also hiermit haben wir auch nichts zu tun. Dann hier ist ein Beispiel von Gastroschisis, wo Abdomenwand sich nicht richtig entwickelt und nicht richtig verschließt. Das kann auch chirurgisch behoben werden. Also das ist auch nicht der Fall von heute. Und dann die pylorische Stenose, das ist auch ein großes Problem. Hier sehen wir in diesem Bild, kein weiteres Gas im Dünndarm oder Dickdarm hier erkennen, aber wir sehen hier diese riesige Magenblase. Und hier ist eigentlich die Stenose hier am Pyloris und das wird dann auch chirurgisch behoben, um dieses Problem anzugehen. Also das sind klassische Probleme in der Pädiatrie, in der Neugeborenenzeit, die dringend dann operiert werden müssen, sind meistens klinisch auch dramatisch und muss man dann halt erkennen. Das erste Krankheitsbild, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das multiple Myelom, was wir auch häufig besprochen haben. Das ist eine verlegene Erkrankung des Knochenmarks, wo die entwickelnden B-Zellenreihe, die dann zu Plasmazellen wird. Es entsteht ein maligner Klon, der sich dann weiter profiliert und dieser Klon produziert
ein Antikörper oder Bestandteil eines Antikörpers in rauen Mengen. Die sind dann alle gleich von allen malignen Zellen, dann werden die dann produziert. Und früher konnten wir das in der Elektrophorese erkennen mit so einem M-Spike. Heute ist das alles viel raffinierter dargestellt, als wir es damals hatten. Häufig produzieren diese Zellen auch nur Leitketten. Und es gibt jetzt ein Assay für freie Leitketten. Das ist auch sehr gut zu gebrauchen. Und bei der Knochenmarksaspiration sehen wir hier diese riesigen Plasmazellen. Die haben diese großen Kerne. Die sind exzentrisch. Die sind nicht gerade in der Mitte. Die sind eigentlich an einem Rand. Und ein bisschen höhere Vergrößerung kann man dann diese typische Wagenradstruktur der Zellkerne erkennen. Und unterschiedliche Sachen, ein ziemlich komplizierter Tumor, kommen zustande dazu, dass diese lytische Läsionen in den Knochen stattfinden. Beim multiplen Myelom, die ist besonders dramatisch. Keine plastische Läsion, wie wir es mit einer Metastase erwarten würde, sonst nur Löcher im Knochen, auch typisch fürs maligne Melanom. Dies ist eigentlich eine tödliche maligne Erkrankung und zu meiner Assistenzzeit wurde sie behandelt mit einem Ventilator, das Melphalan und Prednison. Und erstaunlicherweise, obwohl ziemlich viel gelaufen ist in der Behandlung von dieser malignen Erkrankung, ist diese Behandlung immer noch im Einsatz. Und wir haben jetzt aber auch andere Mittel, mit denen der maligne Melanom bekämpft werden kann. Eines ist ein Abkömmling von Thalidomid, das auch zu den Entwicklungsfehlern führt, die uns bekannt sind. Und dieses Präparat heißt Lenalidomid. Und Lenalidomid ist eine immunmodulatorische Substanz. Es ist nicht 100% aufgearbeitet, aber die hat Einfluss auf Entwicklung von T-Zellen, Produktion von Zytokinen, Erkennung und Nichterkennung von Zellen, die lieber da nicht hätte sein sollen müssen. Es ist relativ unspezifischer Eingriff in Immunantwort. Das Präparat existiert als zwei Isomeren, wie hier gezeigt. Und das wird häufig angewendet für das maligne Melanom. Das heißt, können Sie sich hier angucken. Und es geht im Prinzip zur Aktivierung von T-Zellen und natürlichen Killerzellen, die dann die Krebszellen dann bekämpfen sollen. Das autologe Knochenmarktransplantation, die autologe Knochenmarktransplantation wird auch häufig eingesetzt bei Patienten mit multiplen Myelomen, insbesondere wenn sie unter 60 Jahre alt sind. Dann können die Patienten ein bisschen aggressivere Therapie ertragen. Das Bortezomib, eine Inhibition von dem Proteosomensystem, wird auch eingesetzt. Also wir haben jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Und in dieser ersten großen Studie, die ist ziemlich kompliziert, hier sind 251 Patienten mit multiplen Myelomen, die sind randomisiert zu unterschiedlichen Schemata, mit denen man eigentlich nur vertraut ist, wenn man Experte ist auf diesem Gebiet. In einer Gruppe haben Patienten autologe Knochenmarktransplantation bekommen. Alle Gruppen haben diese Konsolidierungstherapie bekommen mit 28 Tageszyklen von ziemlich hochdosiertem Melphalan und Prednison mit Lenalidomid. Und dann ging es darum, wird das Lenalidomid dann weitergefahren oder nicht weitergefahren? Und da sind unterschiedliche Schemata bei diesen Patienten hier angewendet worden, um zu sehen, was zum besseren Ergebnis dann führt. Cyclophosphamid und GMPSF sind auch angewendet worden, um stärkere Stammzellen zu mobilisieren, die dann bei den transplantierten Patienten geerbt und profiliert worden sind und dann zurückgegeben worden sind nach einer ziemlich aggressiven, hochdosierten Chemotherapie. Alles ziemlich kompliziert, aber was wir hier sehen, ist die Knochenmarkstransplantationstherapie mit diesem MPR, Lenalidomid,
Melphalan, Prednison und Weiterführung von Lenalidomid führte zum besten Ergebnis bei diesen Patienten im Vergleich zu diesen anderen therapeutischen Schemata, die hier angewendet worden sind, sodass sogar nicht ein sehr großer Einfluss aufs Gesamtüberleben, aber die Patienten, die dieses Rezept bekommen haben, haben eine bessere Überlebenschance, deren Chancen von einem progressionsfreien Intervall war auch beträchtlich besser als mit diesen anderen Kombinationen. Also, das scheint den Patienten was zu bieten. Hier ist progressionsfreies Intervall und Überleben war besser. Und einfach Überleben, Todesfälle ohne Rücksicht auf Ursachen, war immer noch für diese Gruppe hier oben besser als für die anderen Kombinationen. Sodass wir folgern können, dass diese Konsolidierungstherapie mit hochdosierten Melphalan plus Stammzelltransplantation im Vergleich zu MPR alleine mit Weiterführung von Lenalidomid zu den besten Ergebnissen führt, wenn man diese unterschiedlichen therapeutischen Möglichkeiten vergleicht. Jetzt im zweiten Paper im New England Journal geht es weiter im Prinzip mit dem gleichen Schema. Und es geht hier um Melphalan, Prednison, Thalidomid und Weiterführung von Lenalidomid plus Dexamethason. Hier geht es um Patienten, die sind über 60 Jahre alt. Die sind, können wir uns hier angucken, die sind im Durchschnitt, 90% dieser Patienten sind über 65. Und auch viele Patienten über 65, also die sind ältere Hochrisikopatienten mit multiplen Myelomen, die sonst ein ziemlich schlechtes Endergebnis haben. Und hier sind diese Schemata, wie erwähnt, hier verglichen. Und im Prinzip sehen wir, dass etwas Ähnliches, die mit einer kontinuierlichen Lenalidomid-Therapie weitergefahren sind, waren besser als diese anderen beiden Gruppen, wo das nicht der Fall ist. Hier sehen wir keinen Unterschied im Gesamtüberleben. Diese Patienten sind sowieso alt und haben eine beschränkte Lebenserwartung im Vergleich zu den jüngeren Patienten in der letzten Studie. Aber die kontinuierliche Therapie scheint am besten zu fahren. Und das sehen wir auch hier im Verweildauer des Ansprechens auf die Therapie. Okay. Das nächste Thema im New England Journal geht es um Impfung bei schwangeren Frauen und es geht um Impfung gegen Influenza-Virus. Ärzte kriegen ein bisschen mulmiges Gefühl, irgendwas mit schwangeren Frauen zu machen. Bei Impfung ist das häufig auch der Fall. Aber die Hypothese, die hier im Raum gestellt worden ist, ist, werden diese schwangeren geimpften Frauen dann geschützt von Influenza? Und wie ist es denn mit ihren Säuglingen? Haben die auch einen gewissen Schutz von Influenza? Wenn die Mütter geimpft sind während der Schwangerschaft. Und dann ist die Frage, was ist, wenn diese schwangeren Mütter jetzt immunkomprimiert sind, weil sie HIV haben? Ja oder nein? So, das war hier diese Fragestellung in dieser großen Studie in Südafrika, schwangere Frauen, HIV-positiv, HIV-negativ, die wurden dann geimpft, ja oder nein. Dann wurde nachgesehen, genießen die einen gewissen Schutz von Influenza-Virus und wie ist es mit ihren Säuglingen, genießen die auch einen gewissen Schutz, ja oder nein. Und siehe da, HIV-nicht-infizierte Mütter, die haben einen Vorteil, kriegen nur halb so häufig Influenza-Virus nach, Influenza-Erkrankungen nach, Impfungen im Vergleich zu Placebo-geimpften Frauen und das war auch der Fall, wenn sie HIV-positiv waren im Vergleich zu HIV-negativ und die Säuglinge haben auch einen gewissen Schutz von dieser Therapie genossen, obwohl es waren die Mütter, die geimpft worden sind und nicht die Säuglinge. So scheint es der Fall zu sein, erstens Influenza-Impfung während der Schwangerschaft scheint sicher zu sein und es scheint einen Schutz zu bieten für Mutter und Kind. Also Impfung.
Dann ist ein bemerkenswerter Artikel im New England Journal. Es geht um wundervolle Neurowissenschaft von dem Ehepaar Kandel. Erich Kandel hat vor kurzem den Nobelpreis gewonnen für seine bahnbrechende Arbeiten in der Neurowissenschaft Aufklärung des Gedächtnis und wie die Abläufe sind und wie das Gedächtnis, das Langzeitgedächtnis fest gedrahtet ist im Gehirn nach bestimmten Stimuli. Und sein Lieblingstiermodell ist diese Seeschnecke, die heißt Aglisia. Dies ist seine Gattin, die ist Psychologin und die beschäftigt sich mit Suchterkrankungen. Und diese beiden haben eine langjährige Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Das schließt auch die Wissenschaft mit ein. Und es geht um Suchterkrankungen und wie die im zentralen Nervensystem eingedrahtet werden und bestehen, ja oder nein. Und die Hypothese von Frau Kandel ist es im Prinzip, dass es Eintrittsdrogen gibt, die dann die Chance, dass man süchtig wird, mit weiteren Drogen beträchtlich beeinflussen. Und es geht um die Eintrittsdroge Zigarettenrauchen. Und sie hat festgestellt, dass von den Leuten, die dann Kokainnutzer werden, 90% von denen erst sich mit Nikotin beschäftigt haben. Ja, es ist ja, Kokain kenne ich da nicht so aus, aber es wird eigentlich nicht geraucht, es wird durch die Nase irgendwie eingesaugt, so viel ich das weiß. Aber Leute, die sich dann mit diesen zweiten Drogen, sei das Marihuana oder Kokain und so weiter, haben häufig erst Kontakt gehabt mit Zigarettenrauchen. Und es ist auch der Fall, dass ich keine Kiffer kenne, die nicht erst sich mit Zigaretten beschäftigt haben. Und es geht um den folgenden Ablauf, die beiden untersuchen. Hier ist diese komische Seeschnecke. Und die Frage ist, warum Schnecken? Mollusker haben wunderschöne neuronale Zellen. Das wissen wir schon vom Tintenfisch, der diese riesigen Axonen hat, die man mit ziemlich einfachen Geräten stechen kann, um Aktivierungspotenziale und solche Sachen abzuleiten. Und dies ist ja schließlich auch, Tintenfisch ist ja einfach nur eine große Schnecke. Also diese Schnecken kann man stimulieren mit einem Reiz, elektrisch oder Schmerz und so weiter. Die merken das. Das geht dann durch afferente Nervenfasern zu ihrem zentralen Nervensystem. Vermittlungssubstanz hier, Überträgersubstanz, Serotonin, bindet an unterschiedliche Serotoninrezeptoren. Bezügliches AMP generiert, das stimuliert die Proteinkinase A, die blockiert manche Kaliumkanäle und führt zur Kalziumkanaleröffnung und passiert da manches anderes. Was auch passiert, ist, dass über MAP-Kinasen wird der Transkriptionsfaktor zyklisches AMP-Bindungsprotein FEB1 aktiviert. Das führt zur Teilnahme von unterschiedlichen anderen Begleitproteine, Transkriptionsfaktoren, unterschiedliche Gene werden angeschaltet. Das führt dann zur Synthese, zum Wachstum von neuen Synapsen, die dann, wenn dieser Stimulus zum zweiten Mal abläuft oder mehrfach abläuft oder dauerhaft abläuft, die Antwort auf dieses Signal viel schneller weiterleiten. In anderen Worten, die Schnecken haben sich an den ersten Eingriff angepasst. Es ist jetzt ein Zeit, deren Langzeitgedächtnis. Alles ziemlich kompliziert und es hat auch zu tun mit Regulation von Transkription an der DNA und Sie werden sich daran erinnern, die DNA, wir haben einen DNA-Streifen, der ist 1,5 Meter lang und die Frage ist, wie kriege ich diesen Streifen in einen Zellkern, der nur 8 Mikrometer groß ist und das DNA wird gewickelt auf Proteinspulen, das sind die Histone. Und wie eng das gewickelt wird und wie gut das DNA abgelesen kann,
hat zu tun mit Acetylierung und Methylierung von diesen Histonen an bestimmten Aminosäurenzellen. Das hat mit Acetylasen zu tun und Acetylierungsenzymen, die diesen Ablauf regulieren. Und bei diesen komplizierten Geschichten hier mit Etablierung von Langzeitgedächtnis geht es auch um Acetylierung von Histonen. Und was die beiden gemacht haben, hier geht es dann um Mäuseexperimente und werden die Mäuse kokainsüchtig und das hat das wird bestimmt von dieser Eintrittsdroge Nikotin, wo die Mäuse erst Nikotin bekommen und dann Kokain oder Nikotin für eine Woche und dann Kokain und da die Mäuse ungern rauchen, steckt man das Nikotin einfach nur ins Trinkwasser. Und das ganze Paper sollten Sie selber lesen, aber Sie können hier sehen, dass diese Kombination von eine Woche Nikotin und dann Kokain zu einer viel größeren wahrscheinlich Einfluss auf Bewegung dieser Tiere, Erregung dieser Tiere und Präferenz, ob sie jetzt mehr Kokain zu sich nehmen oder weniger, dies ist alles hier in großen Details geschrieben. Dann die Expression von Immediate Early Genes, die COSD, der Einfluss von Nikotin auf Acetylierung, was hier eine große Rolle spielt, und Kontrollexperimente mit Theophyllin zum Beispiel, dass die HDAC, das ist Histon Deacetylase, dieses Enzym aktiviert als Kontrolle, ist hier alles ausgearbeitet. Die Details können Sie im Journal oder in meinen Folien detailliert angucken. Ich habe die ganze Legende zu diesen sehr spannenden Abbildungen hier mit eingeflossen. Die Details können Sie sich dann weiter angucken, aber darum geht es. Und was spannend ist, dass dieser ganze Ablauf, Etablierung von Langzeitgedächtnis und wie der Körper reagiert, die Hypothese einer Eintrittsdroge und molekularbiologisch, was jetzt ganz heißes Thema ist, Histone, wie eng die gewickelt sind, wie gut die Gene abgelesen können, der Einfluss von HDAC, Histon-Deacetylasen auf diesen Ablauf, wird hier alles beschrieben, so unterm Strich, Nikotin blockiert HDAC, größeren Zulauf dann von Kokain über diesen ganzen Ablauf, so dass die Erinnerung Suchtpotenzial dann durch diese Eintrittsdroge Nikotin begünstigt werden kann. Okay, nächstes Thema, Hämorrhoiden. Das ist ein anderer Teil des Körpers, und aber auch ein klinisch sehr wichtiges Thema. Was macht man mit Patienten mit Rektalblutung? Und das Erste, was man im Kopf behalten muss, ist, dass Blut im Stuhl durch Hämorrhoiden. Hämorrhoiden schließen Kolonkarzinom nicht aus, und das muss man auch berücksichtigen und eine ausführliche Untersuchung durchführen, um diese Möglichkeit auszuschließen. Und dann gibt es externe und interne Hämorrhoiden und die konservative Therapie und die weniger konservative Therapie und wie man die betrachten soll und die therapeutischen Möglichkeiten mit Gummibandligaturen und ähnliches. Wird alles in dieser schönen Übersichtsarbeit dann für Sie fertiggestellt, sodass Sie dann die richtigen klinischen Entscheidungen treffen können. Hier ist ein Fall aus dem New England Journal. Wir gucken uns erstmal dieses 25 mm pro Sekunde EKG an. Und was wir hier sehen, ist ST-Streckenhebung über der Vorderwand. R-Welle ist hier auch verschwunden. Reziproke Veränderungen in ST-Strecken hier in Ableitung 2 und 3, sieht aus wie ein Riemerverschluss. Bei dem Herzkatheter war das auch der Fall und man hat so da gerade einen Stent reingesteckt. Und was man eigentlich routinemäßig macht, ist, man macht dann ein Ventrikelogramm, sodass der Sondeur auch sofort einen Eindruck erheben kann, wie die Ventrikelfunktion abläuft. Ist da Dyskinesie, ja oder nein? Wie ist es denn mit dem Erfolg des Eingriffs? Und meistens, was passiert, ist gar nichts. Oder vielleicht gibt es
zwei, drei Schläge von ventrikulären Extrasystolen, aber das kann auch, wenn man auf einmal entsteht, wie hier dies der Fall war, ist Gott sei Dank selten. Dieser Patient hat dann elektrischen Stimulus gekriegt und das Kammerflimmern war dann aufgehoben. Sie werden sich an diesen Patienten von letzter Woche erinnern mit dieser aquagenen Keratoderma. Hier sind die Handflächen bei diesen Patienten und unter dieser UV-Lampe sieht die dann so aus und hier ist auch die Biopsie von der Handfläche und das ist da beschrieben. Die haben dann die Hände in Wasser gelegt und in wenigen Minuten passiert diese Pumpung-Reaktion und das hat dann zu dieser Biopsie geführt und das ist eine aquagene Keratoderma. Es wird hier auch besprochen, dass das mit Mutationen in CFTR, zystische Fibrose, Proteinregulator einhergeht. Es wird hier nicht erzählt, ob dieser Patient dann auch molekulargenetisch aufgearbeitet worden ist oder ob er wenigstens einen Chlorid-Hauttest bekommen hat. Aber was mich darüber wird nicht weiter kommentiert, aber der Patient, was sie gemacht haben, ist, sie haben dann Botulinumtoxin hier in diese Gegend gespritzt, sodass diese Reaktion dann nicht mehr stattfand, jedes Mal, wenn dieser Patient sich geduscht hat oder seine Hände ins Wasser gelegt hat. Dann, dieser Fall im New England Journal hat mich auch beschäftigt, weil ich dieses Krankheitsbild kenne. Hierzu muss man schon ein bisschen älter sein. Eine 27-jährige Schwangere kommt aus Brasilien. Schwangerschaft läuft eigentlich normal ab. Dann im dritten Trimenon, in der 25. Schwangerschaftswoche, kriegt sie auf einmal schlagartiges Lungenödem. Kommt rein mit schwerer Kurzatmigkeit, kommt in die Notaufnahme, kriegt dieses Röntgenbild fertiggestellt. Und was wir hier schon erkennen können, ist bilaterales Lungenödem, klar, erklärt auch die Sauerstoffsättigung von 70%. Was uns ein bisschen irritieren könnte, ist erstens, dieses ist ein portables Röntgenbild, also ziemlich wertlos, um Herz-Kreislauf-Zustand zu beurteilen, aber was wir erkennen können, ist, das Pulmonalarteriensegment ist dick, sodass wir davon ausgehen können, dass der Pulmonalarteriendruck erhöht ist. Der linke Herzrand ist auch ziemlich gerade und hier ist der Hauptstamm Bronchus an der linken Seite und ich könnte vermuten, der ist ein bisschen hochgehoben, sodass der linke Po leicht vergrößert ist in diesem Röntgenbild. Dann gucken wir uns dieses EKG mal an und junge, schwangere Frau würde einen ziemlich Steiltyp erwarten, ist auch so. EKG sieht eigentlich außer Tachykardie, der Herzfrequenz 150. Sieht okay aus, aber was irritierend ist, ist die P-Welle in Ableitung V1 ist negativ. Sollte eigentlich nicht sein. Geht einher mit vergrößerten linken Poro. Und wenn wir uns die T-Welle hier in diesen Extremitätenableitung uns angucken, weiß nicht, wie gut, ich kann es hier jetzt nicht ganz gut erkennen, aber die T-Welle ist ziemlich breit. Dies ist sie. Hier ist die T-Welle, die ist die T-Welle, die hat einen Hocker. Das heißt, sie ist biphasisch, die geht auch runter wieder rauf. Und diese M-formige P-Welle stellt die Diagnose im Raum mit Mitralstenose. Semitrale kannte man das früher. Und früher, als die Mitralstenose ziemlich häufig war, diese war damals auch häufig nicht erkannt. Und diese Frauen in ungefähr der 30. Schwangerschaftswoche entwickeln die Maximalvolumenexpansion, die sie erleben werden. Und gerade um diese Zeit entwickeln die dann schlagartiges Lungenödem. Also das wäre meine Verdachtsdiagnose von diesen einfachen Tests gewesen. Dann kommen die Hightech-Tests und das kann man heutzutage mit Echokardiographie wunderbar darstellen. Und in der Tat, hier ist eine Doppler über die Mitralklappe und das ist nicht in Ordnung und dieses Muster ist zu vereinbaren mit Mitralstenose. Hätte man vielleicht auch Frau auch auskultieren können. Ist auch gemacht worden. Die Untersucher waren wahrscheinlich ziemlich unerfahren. Die konnten den Mitralöffnungston und das diastolische Geräusch anscheinend nicht hören.
Aber mit diesen Hightech-Geräten braucht man die Patienten ja nicht mehr zu untersuchen. Sie ist dann behandelt worden mit einer Valvuloplastie, was damals mit einem chirurgischen Finger gemacht werden muss, aber was heute mit einem Ballonkatheter gemacht werden muss. Und dann können wir uns die nächste mitralklare Untersuchung mit dem Doppler uns angucken, sehen wir, dass das anstatt das so auszusehen, sieht das jetzt so aus, sodass die Mitralklappe jetzt mehr durchlässig ist. Ein bisschen Mitralinsuffizienz entwickelt sich nach diesem Eingriff immer. Und die Schwangerschaft ist dann in Ordnung abgelaufen. In Lancet diese Woche sind auch wichtige Papers, aber die Daten sind mehr, dienen mehr einem Zweck der Archivierung. Dies ist eine sehr große internationale Studie, hat mit Entwicklung von Säuglingen zu tun. Und es hat zu tun mit Körperlänge, Kopfrumpflänge, Körpergewicht, Kopfumfang, diese Parameter bei der Entwicklung. Und da hat man hier Schwangerschaften, Mütter und Neugeborene in Brasilien und China und Indien und Italien und Kenia und Oman und UK und USA und so weiter, sehr viele untersucht, um moderne Entwicklungskurven zu erstellen. Und die werden dann statistisch ausgewertet und dargestellt, und das ist bestimmt sehr wichtig. Und wenn man jetzt in der Neugeborenenstation arbeitet, muss man Zugriff auf solche Daten haben. Die kann man jetzt vom Internet runterladen und dann vergleichen mit den Kindern, die dann zur Welt kommen. Und wann die Woche der Entbindung und wie groß diese Maßgaben dann waren, Zentile für Kopfumfang, sind hier gegeben. Dann ist hier eine ähnliche Untersuchung. Hier gibt es Standard von wiederholten Ultraschalluntersuchungen bei diesen entwickelten Föten und dann Neugeborenen, wo diese Messungen dann durch Ultraschalluntersuchungen erstellt werden. Und hier sind 13.000 Schwangere Frauen untersucht worden, um auch solche Kurven zu generieren. Was für Leute, die sich mit diesen Sachen täglich beschäftigen müssen, natürlich wahnsinnig hilfreich ist, wenn sie Zugriff haben auf solchen Daten, sodass sie dann Eindrücke und Entscheidungen treffen können. Dann das dritte Paper in Lancet hat zu tun mit dem traurigen Thema von Todesursachen bei jungen Menschen auf der Welt und wie das in UK aussieht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und es geht hier jetzt nicht überwiegend um Mortalität durch Fehlbildung oder Mortalität durch, da hat man ja relativ wenig Einfluss, und die Mortalität durch Diarrhoeerkrankung, wie das in der dritten Welt häufig der Fall ist. Hier geht es eher um unglückliche Sachen wie Unfälle, Depressionen, Selbstmord, Suchtkrankheiten und solche Sachen, wo man sehr wohl eine Eingriffsmöglichkeit hat. Und UK liegt da so im Mittelstand. Ganz stolz müssen die Engländer nicht sein auf ihre Ergebnisse. Und das ist hier in dieser Arbeit dargestellt, in diesen unterschiedlichen interessanten Abbildungen. Und dann die Übersichtsarbeiten im Lancet haben auch zu tun, wie wir von diesen kindlichen Todesfällen was lernen können, um die Umwelt für diese Kinder so zu gestalten, sodass die Mortalität sich verbessert. Das sind wichtige Themen. Und für die Sozialmedizin, da kann man unterschiedliche Länder, Australien, USA, England, Neuseeland, kann man alles vergleichen. Und Vorherläuferstudien und was da gefolgt worden ist, werden hier auch bearbeitet. Jetzt der Fall in New England Journal hat es zu tun mit Sinus cavernosus thrombosen und Infektion von Stirnhöhlen und deren Folge. Und hier muss man sich ein bisschen Anatomie erinnern, an die Frontalstirnhöhlen und die Ethmoid-Luftzellen, die Maxillarstirnhöhlen und die Maxillar-Nebenhöhlen. Und dann, was wir hier nicht sehen können, ist den Sphenoiden-Sinus, der hier ziemlich in der Mittellinie liegt,
gerade in der Nähe von der Anhangsdrüse bei der Sella Turcica, wenn Sie sich erinnern. Und wenn dieser infiziert ist, kann es zu der Thrombose von diesem Sinus cavernosus führen. Und wenn der thrombosiert, dann ist die Drainage gerade um die Augen komprimiert. Und das ist ein dramatisches Krankheitsbild, geht mit Sepsis, Fieber einher. Da müssen kluge Neurochirurgen dran, um so einen Zustand zu beheben. Und so sieht das dann klinisch aus. Und hierum geht es, um diese Venenhöhlen hier, die wir hier sehen können, die Arterie Carotis interna läuft da auch durch und unterschiedliche Nerven laufen hier auch durch, das zu einem Syndrom führt, das man dann bei der Untersuchung erkennen kann. Und es geht um eine 75-jährige Frau, die ist schon 10 Tage krank, die kommt in eine Notaufnahme, hat Auswurf aus der Nase und ihre Augenbewegungen sind beeinträchtigt und man untersucht die und die kann mit dem linken Auge nicht nach oben gucken und das linke Auge, wie wir hier sehen können, ist auch geschwollen und wir sehen hier eine Proptose, dass das Auge nach vorne geschoben wird und hier in dieser CT-Untersuchung mit einer folgenden MRT-Untersuchung können wir sehen, dass es handelt sich hier um eine Sinus cavernosus Thrombose. Und das muss dann auch chirurgisch angegangen werden, so dass dieser Sphenoidalsinus vernünftig trainiert wird, dass eine entsprechende antibiotische Therapie hier eingeleitet wird, so dass der Patient sich von dieser Sache erholt mit einer gezielten antibiotischen Therapie. Das ist auch hier gemacht worden. Dies ist nicht das Bild von dieser Frau, aber von anderen Patienten, aber auf der gleichen Seite. Hier sehen wir, dieses linke Auge kann nicht nach oben gucken, weil die Bewegung komprimiert ist. Diese Schwellung können wir uns auch vorstellen, wenn diese ganze Geschichte hier drin komprimiert ist. Natürlich ziemlich gefährlich, die Anhangsdrüse hängt gerade da drin. Also viele Bestandteile hier, die berücksichtigt werden müssen. Und es ist ein klassisches Krankheitsbild und jeder, der mit Akutmedizin zu tun hat, sollte irgendwas darüber wissen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auch, dass es von hier aus geklappt ist. Und nächste Woche treffen wir uns wieder aus Nashville und dann die Woche darauf wieder in Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie hieran teilgenommen haben.